Servus Leute, heute gibt es wieder ein Raid auf Interchange und was soll ich sagen, meine letzten drei YouTube-Videos waren dann alles Raids, die ich genau hintereinander weggespielt habe, alles in einem Stream. Und ja, es ist wieder ein Interchange-Nacht-Raid mit der AK-101, genau im Anschluss zu dem letzten Raid, meinem Kommentar-Raid. Und ja, der war einfach zu gut, um euch den vorzuenthalten. Ne? Es ging wieder zur Sache Interchange-Nacht, da geht im Moment die Party, habe ich auch danach nochmal gemerkt. Kann ich bloß empfehlen, schaut mal rein und nehmt auf jeden Fall immer Night Vision mit. Ihr seht's, ihr habt dadurch einen richtig großen Vorteil. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wie immer, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Schaut nicht, um Killer zu töten. Das ist Killer ist auch hart. So, let's go. ...270 FPS, das ist im Rahmen, ne? Könnte schlimmer sein. Zieh dich immer zuerst, ne? Der hat auch Hacks. Noch nichts gehört. Naja, selbe Spielchen wie letzte Runde. War Bait soaking, war Bait. War letzte Runde auch so, ne? Erst überhaupt keine Shots und dann kommst du am größten Massaker aller Zeiten vorbei. Irgendwo. Oder irgendein Step habe ich in die Richtung gehört. Katze von links und alle erschrecken, ich glaube auch, ja. Warum auch nicht? Hey, Toni. Wieso liegt hier ein Toter?
Das nächste Technical Update, ich denke mal im Laufe der nächsten Woche, wenn wir eins mitbekommen. Eins kriegen. Der Katze aus dem Hideout kommt soon. Ne, nicht so soon, irgendwann. Entweder hier oben oder... Ein Headshot. Fast Quest fertig. Zwei Runden gehen ja schnell. Ja, es soll eine Katze oder allgemein Haustiere fürs Hideout geben. Ist... Hat Nikita gesagt. Kein Spaß. Wann die halt kommt, ist die Frage. Ja, noch gute Ideen. Ey, shit. Er ist ja voll auf Achse. Weiß nicht, ob da hinten noch einer ist. Zum 1. April. Mal sehen, was da kommt. 1. April ist schon wieder bald, ne? Oh, ich brauche eine Videoidee. Fuck. Deadex von den Raid, ja. Wie wär's mit dem Thick Item Case? Ja, der ist ja einfach durchgejoggt. Bin ja fast sicher, dass ich hier hinten zwei gehört habe. Hinten ist er nicht. Der Typ hat aber auch, glaube ich, nicht viel. What the fuck ist das denn, Mann? Hartes Scope auf jeden Fall. Ist der Strom an? Richtige Meterkniff. Das ist was. Das Scope habe ich aber auch schon eigentlich nie gesehen. Oh, jetzt hat er einen Strom angemacht. Gerade eben. Ist das Night Vision Scope gewesen?
Okay. Ja gut, mit dem Ding kriegst du natürlich... Easy peasy, ja. Kommen denn die alle auf einmal her? Da ist noch einer. So, ready to go. Der letzte ist, glaube ich, hier. Einer lebt auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich alle ohne Night Vision, deswegen will ich vom Dunkeln kommen. Es werden hier hinten irgendwo. Ja, sobald dann... Der erste ist tot, der zweite pusht, ist auch tot und dann... Setzt beim dritten instant die Schockstarre ein. Das ist eine ganz weit verbreitete Krankheit. Da wird dann krampfhaft auf Caps Lock gedrückt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch ein dritter ist. Scaff hier. Also, was macht da ein Scaff? War da eine Leiche? Ne? Hab unten was gehört. Hä? Waren da die ganzen Scaffs? Was macht Caps Lock? Dann schleicht man. Peppert. Macht mal keine Geräusche, wenn ich zeig's kurz, was gemeint ist. Die schnelle Schockstarre ist die hier. Das ist gemein. Und Servus. Bin mir nicht sicher, ob jetzt da oben noch einer ist, oder ne? Also, hier hat gerade die Slapplate gesaved, ne? Level 5er Armor. Ey, die AK 101 macht einen guten Job. Ohne Mist. Hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten. Hocken, warten, genau. Dafür ist da gefließt 200. Die AK 101 macht gerade echt einen phänomenalen Job. Oder es liegt an mir, ich weiß auch nicht. Aber aus 6 vor, ich glaube, es liegt an mir. Was kostet die so gemoddet? Boah. Wow. Ausrufezeichen AK 101, da seht ihr das.
Die Sache ist halt die AK-101, mit der kann man halt richtig aimen, ne? Die verreißt dir kaum. Ah, nehmen wir die Grafikkarte hier mit? Ja, ich denke mal, die nehmen wir mit. Oder? Was sagt ihr? Ja. Wenn es sein muss, stecken wir die ein. Würdest du liegen lassen? Okay. Lass liegen, ich scave rein, alles klar. Ich sag die Server an, ne? So. Jetzt will ich mal wissen, ob da hinten noch irgendwo einer rumkreucht. Hier sind nämlich überall Skeps gewesen, deswegen, das wundert mich jetzt. Man weiß nicht, ob das oben oder unten ist, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn hier so viele Scavs sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier noch irgendeiner rumasselt. Ja, aber es ist, ich muss mal sagen, Interchange in der Nacht, hier ist Party, aber richtig. So, Küchen- oder Toilettengammler, wenn er noch da ist. Sehen ein bisschen schlechter, ja. Wenn jetzt hier drin gesessen werden, ne? Gut. Ich glaube, hier sind so viele Scavs. Jetzt habe ich mich im Eifer des Gefechts auch getäuscht. Kann bloß noch hier sitzen, wenn dann. Oder er hockt drüben in der Toilette. Hier gibt es so viele Toiletten. Wer weiß. Hier hockt er auch nicht. Er könnte hier drin sein. Hier. Er könnte hier reingerannt sein, aber das glaube ich nicht. Okay, jetzt waren wir bloß zwei. Dann habe ich sie direkt beim ersten Mal alle erwischt. Ach, BP. Vorzüglichst. Und eine schöne Rüstung, die nehmen wir auch. Da ist nur PS drin.
Gut, schauen wir mal hier an der Vision. Ich glaube, das hört sich nach Scaff an, den ich da höre. Das war nicht auf mich, ich dachte es mir doch, ey. Okay, wir geben ihn. Wir gehen runter. Weiß nicht, ob hier einer ist unten, aber wir gehen mal Risiko. Lootet er nicht, ne? Zwei. Einer tot. Rechtspeak. Er hockt hinter der Kasse, er ist hier noch drin. Da hat man jetzt kurz den Aimbot gesehen, das hätte er nicht sehen sollen. gut. Das ist ja bloß einer. Hab mich beim zweiten, vorm zweiten habe ich mich zu früh zurückgezogen. Hey, die AK-101, ich verlieb mich gerade. Eine neue Liebe. Ohne Scheiß, Mann. Das ist nicht die Durchschlagskraft von dieser Waffe, sondern... ne? Die ist genau. Und zwar richtig. Im Spray genau. Und das sind wenig Waffen in Tarkov. Ja, versteht er? Gut. Ihr wisst schon, was ich meine. Frühlingsgefühle mit der Frühlingsrolle. Ja, vielleicht. Immer donnerstags, Philipp. Einen guten Aimbot? Ja, natürlich einen guten Aimbot. Ich meine, man kann natürlich auch bloß mit Radar spielen. Das ist ja Quatsch. Also wenn schon, denn schon. 164. Naja, was soll ich sagen, um es genau zu erklären? Gate Goat Ryan mit der AK-101, Lauschi. Hat die schon einen Namen? Die heißt Frühlingsrolle. Ja, Martha, ich weiß, ich weiß. Dankeschön für den Support. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier auch genadet habe. Hä?
Hab ich. Oh, da war aber nicht so gut. Jetzt habe ich sie gerade gelobt, die Waffe. Jetzt versagt sie so arg. Kann nicht an mir gelegen haben. Hey. Scav-Player. Schmelko, ich muss hier erst klären, was Sache ist. Immer erst die Leichen abkühlen lassen und dann looten. Nicht andersrum. Immer erst checken, was Sache ist. Nicht killen und looten. Das ist nämlich dann killen und gekillt werden. Ganz schnell. Olga, vielen Dank für den Prime. Danke, dass du ihn bei mir lässt mal wieder. Und willkommen zur Gnabo-Falle. Wie geht's? Servus. Wunderschöner Name. Ich bin so froh, dass du Sub bei mir bist. Ah, das hat man schon mal, ne? Ey, ist wieder so eine lange Interchange-Runde. Olga und Gernhard ist gleich ein Paar, ja, das könnte sein. Verdächtig. Vorgezählt. Bisschen was zum Werfen. Sehr freundlich. Was zum Trinken. Ist auch gut. Was zum Essen bräuchte ich noch. 60er, I take it. Die Mucke ist doch schön. Gibt's irgendwas zu futtern? Hier oben muss ich auch noch looten, ne? RIP. Man hat's schon schwer. Mal schauen, was zu essen haben. Ey, wieder so ein Massaker hier, ne? Okay. Dann die oben noch und dann müssen wir hier wieder raus. Okay, der steppt um. Ziemlich sicher oben. Langsam ein bisschen hell hier, ne? Das heißt, wir können mal was tun. Jetzt wollen wir unseren Helm austauschen. Bin ich. Abbey Dare.
Leopold, danke schön für den Prime. Im 8. Willkommen zur Gnado-Abo-Falle. Danke für den Support, danke, dass du Prime lässt. Und habe die Ehre, wie geht's? Schön, dich zu sehen. So, ich habe immer noch nichts zu essen. RIP. Essen ist auf 0. Smoky Brain, vielen Dank für den Follow, willkommen. Wo bin ich? Ja, es war jetzt gerade verwirrend. Und Smoky Brain, danke schön für den Prime direkt. Danke für den Support. Und dass du den Prime bei mir lässt. Weiß ich zu schätzen, beste Combo. Ich wünschte, es wäre jeder so wie du auf Twitch. Seht ihr, wie viel weniger ich sehe? Mit Night Vision habe ich hier alles unter Kontrolle. Und jetzt auf einmal alles scheiß duster und weiß der Geier. Immer YouTube geschaut, jetzt auch mal live. Nice. War hier schon einer? Nee. Shit. Was zu essen, das hilft nichts. Oder wenn ich jetzt hier hinten nichts finde, dann SJ6. SJ12 meine ich. Smoky Brain, schön, dass du vorbeischaust. Und erste Chat-Nachricht. Ich bin hin und weg. Was soll ich sagen? Servus Swift. Ein bisschen was, ne? Ich bin wieder bei 9. Das ist mein Rucksack, ne? Hinten war auch noch was. Haben wir es doch schon. Können wir uns den sparen? Okay. Ich habe hier irgendwas gehört. Jetzt machen wir es einfach weg, scheiß drauf. Ach shit, jetzt habe ich bloß noch 6, okay. Ja, wir gehen jetzt raus hier. Reicht. Hier links auf den Leichen ist jemand. 7 Minuten, ey. Was waren das für Interchange-Runden? So gute Runden hatte ich ja noch nie. Ohne Mist, ich würde hier noch so viel mehr mit Night Vision sehen. Hier, ne? Vorher war das alles glasklar. Jetzt hat überall dieser scheiß Nebel. Hier links ist einer. Da war einer. Bin ich mal gespannt, wie sie das fixen. Halt überall Scavs rumrennen, ne? Ich bin schon wieder sowas von im Scav-Territory. Daniel, ich habe tatsächlich ein Video dazu auf meinem YouTube-Kanal. Ein Stim-Video. Kannst du dir gerne anschauen. Da erläutere ich das ausführlich. Aber tatsächlich in dem Stim-Video habe ich den SR12 noch nicht drin. Ja, habe ich. Ich glaube, ich habe alle Mets. Oh, ich bin auf 0 Essen, ey. Soll ich jetzt wirklich hingehen? Oder soll ich mir den SR12 donnern? Wir donnern den jetzt mal. Mal sehen, was er bringt.
Essen geht hoch, okay. Ich überlebe ewig mit 0 Essen, weil ich Metabolism auf Elite habe. Normalerweise würde man jetzt Schaden bekommen ohne Metabolism Elite. Beim Trinken genau dasselbe, ja. Ja, die einzige Sache ist also, wenn man Metabolism Elite hat und dann einen gebleckten Kopf oder einen gebleckten Torso hat, dann stirbt man trotzdem, wenn es auf 0 geht. Da müsst ihr aufpassen. Da kriegt man dann immer noch Schaden und stirbt. Aber nur dann. Egal, servus, wie geht's? So, raus hier. 3 Minuten left, ey. Harte Runde schon wieder. Waren jetzt 2 echt gute Interchange-Rates, oder? Also, hätte ich jetzt nicht von Interchange in der Nacht erwartet, dass wir 2 solche Raids bekommen. Ich bin Bär. Es war wieder 6 Kills, ne? Komm. Mach nochmal Hallo YouTube, nicht, dass wir den trotzdem noch verwenden müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kranke Runden, ey. Mach mal Hallo YouTube. Vielleicht verwende ich beide, wer weiß. Wer weiß. Richtig gut. Alles bestens, es freut mich zu hören. Bei mir ist auch alles gut. Keine Ahnung. 6 Kills in der Nacht, was will man denn mehr?